Ah, Festival des Eises morgen. Kein Glück heute. Oh, Pflaumenpudding. Oh. Noch nie gegessen, aber das ist. Pierre? Ja. Oh, hallo Kletos. So, dein erstes Jahr in Study Valley ist bald zu Ende, hä? Wenn du dieses Jahr weiter Saatgut bekommen wirst, wirst du ein produktives nächstes Jahr haben. Und ich habe ein paar interessante, erstaunliche Neuigkeiten. Ich werde nächstes Jahr neue Saatvarianten verkaufen. Eine neue Variante pro Saison. Nun, das ist, was ich dir sagen wollte. Habe einen guten Tag. Noch irgendwas? Du weißt, Boss are trying to competitor sieht. Ich weiß nicht, was er mir sagen will. Ach so, irgendwelche schlechte Saat verkaufen. Ja, mach noch mehr Werbung. Die hat die beste Qualität von Saat. Natürlich. Dir, Kletos. Morgen wird direkt vor Manis Haus das Festival des Eises sein. Es ist die Feier des Winters. Es werden Schneemänner, Eisskulpturen und Eisfischwettbewerbe sein. Sei zwischen 9 Uhr morgens und 2 Uhr nachmittags da, wenn du teilnehmen möchtest. Bürgermeister Leon. Louis. Oh, 3 Fackeln, toll. Lightning Rod würde ich jetzt auch gern irgendwo aufstellen noch. Ich meine, das bringt gerade überhaupt nichts, aber ich hätte es trotzdem gern. Eine Wildpflaume. Nicht viel wert, aber immerhin. Yay, meine liebsten Tierchen. Ich liebe euch alle. Die Musik ist einfach so schön, oder? Ja, Loki. Lokis Rache. Wer sich noch an Cultures erinnert, wer es gesehen hat zumindest. Yay. Okay. Daneben? Ich nehme lieber den. Wenn ich ehrlich bin, ich nehme lieber, habe ich nicht noch Milch übrig gehabt? Komisch. Egal. Ne, das habe ich gar nicht gesehen. Quack. Ich muss sagen, die Entenfedern sind nicht wirklich was wert. Ich habe mir mehr von dem versprochen. Ein Entenei dabei? Nein. Ja. Glückliche kleine Entlein. Noch mehr Entenmayonnaise, super. Ich freue mich schon drauf, wenn die so richtig wertvoll wird. Wenn wir sie golden kriegen. Ich freue mich auch schon drauf, wenn wir dann endlich diesen blöden Bus repariert haben. Das bringt ja jetzt auch alles 40% mehr. Jedes Stück Käse, was wir verkaufen, bringt 40% mehr. Das finde ich super. Und wir haben Farm endlich auf maximale Stufe gekriegt. Das finde ich auch super.
müssen nur irgendwie zu 10.000 Münzen heute noch kommen. Ich weiß nicht, was ich verkaufen sollte noch. Vielleicht werde ich dann einfach mal ein ganzes Gold los. Oh, ein Krokus nehme ich mit. Kauf. Warte mal, vielleicht hat ihr irgendwas Besonderes. Cranberry Candy. Kekse. Oh, ist ja teuer. Kaffeebohnen. Werde ich im Sommer mal anbauen. Beziehungsweise im Gewächshaus. Sobald ich mein Gewächshaus habe, werde ich das machen. Ich freue mich schon sehr auf das Gewächshaus, muss ich sagen. Ach, überall diese Schleime. Wir dürfen nicht vergessen, wir müssen heute noch jemandem ein Geschenk geben. Ich weiß auch schon, was ich der guten Caroline schenke. Gut, am Glück ist Sonntag, wenn nämlich Mittwoch ist, hast du teilweise keine Chance mehr, die Leute zu finden in diesem blöden Laden. Überall eine neue Saat, bin ich mal gespannt, was wir da kriegen. Oh, nicht, dass er dann die Erdbeersaat kauft, die es ja eigentlich im Dings gibt. Das wäre echt blöd. Allerdings wäre es auch gut, dann muss ich nicht immer rüberfahren, wenn ich irgendwas brauche und vielleicht ist die Saat bei ihm auch billiger. Ich verstehe sowieso nicht, warum die alle im Yo-Yo-Markt kaufen. Oh, noch ein Buch. Leute, was ist mit dieser Bibliothek los? Den habe ich mir auch noch nie angeschaut. Werde ich heute auch nicht. Jetzt bin ich eh zu weit weg. In Stardew Valley kommen auch sehr selten Züge, habe ich das Gefühl. Ich sehe jetzt erst, wir hinterlassen ja Spuren. Die verschwinden zwar relativ schnell wieder, aber hinterlassen erstmal Spuren. Finde ich toll. Hallo Jess. Möchtest du was? Nö. Alles okay. So. Gehen wir dann auf jeden Fall wieder in die Mine, denn ich kann mir nichts anderes leisten heute. Ich brauche Geld. Viel Geld. Und jetzt gerade wünsche ich mir, ich hätte mir mehr Sachen aufgehoben, die ich schon fertig produziert hatte. Weg mit dem Müll. Ach, Gold ist wirklich fast erschöpft bei mir. Den brauche ich. Das kann hier bleiben. Kann ich den Krokus verkaufen? Ein bisschen was zur Stärkung habe ich ja noch dabei. Oh, diese Regenwürmer, die kann ich einfach nicht ignorieren. Noch ein Buch. Leute, was ist hier los? Ich glaube, da werde ich mal eine ganz, ganz lange Session machen, in der ich nur aufnehmen werde. Nur reden werde. Das wird hart. Da werde ich mal eine extra Aufnahme für machen, glaube ich. Da werde ich es auch auf Deutsch stellen, denn ehrlich gesagt habe ich dann keinen Bock drauf. Hey Pierre, wo ist denn deine Alte? Nee, diesmal nicht du. Schau vorwärts, mach einen Schneemann morgen. Oh, du stehst mir im Weg. Wo ist deine Mutter? Ah, schön. Was ist das denn? Das ist ein Altar? Altar von Yoba. Ich war nie religiös, aber hey, ich bin alt. Ich habe Bewegung gehört. Da ist er. Bleib hier. Du kannst mir nicht entkommen. Oh, ein Geburtstagsgeschenk. Es ist sehr freundlich von dir. Ich liebe es. Ja, relaxen und positiv denken klingt toll. Hast du denn noch irgendwas für mich, Pierre? Die Dinger sind mit einmal irgendwie nicht mehr so teuer, habe ich das Gefühl. So, morgen ist dieses Fest und Sebastian hat auch bald Geburtstag und ja. Ich gehe nach links, denn ich möchte in die Mine. Ich brauche einfach Geld. Ich brauche viel, viel Geld. Und da komme ich gerade nicht umhin. Am besten wären nochmal haufenweise solche Pilze.
die ich einmachen. Nee, einmachen, was rede ich denn? Einfach nur Pilze. Und dann sehen wir hoffentlich bald. Okay, übermorgen würde ich sagen, sehen wir dann. Aha. Also übermorgen werden wir dann wahrscheinlich die neue Mine sehen, denn da würde ich schon gerne mal hingehen, endlich. Oh. Ich muss auch mal gucken, ob ich die Essenzen vielleicht ein bisschen verkaufen kann. Oder die Batman-Flügel. Davon habe ich so viele schon mittlerweile. Andererseits, was ist, wenn ich die dann für irgendwas zum Craften brauche? So wie den Schleim. Den Schleim kann man, glaube ich, irgendwas craften. Kann man diese Schleimeier pressen. Ein Glück habe ich den die ganze Zeit aufgehoben. Irgendwie mag hier. Ich habe das Gefühl, gerade jeder liebt Amethysten. Amethyst scheint hier so das Universalgeschenk zu sein. Fast jeden. Die sollte man klonen, die Dinger. Vielleicht heißt das ja irgendwas Besonderes. So, damit können wir in Minecraft mit ein paar Händlern tauschen. Wieso ist das offen? Na, jetzt haben wir noch eins. Übrigens schon mal so einen strange Bann gefunden. Wenn ich davon zu viel habe und diese nicht essen will, kann ich sie auch verkaufen. Was ich echt schön finde, ich kann hier wirklich alles, was ich nicht mehr gebrauchen kann, zu Geld machen irgendwie. Bringt nicht unbedingt viel, aber ich kann es tun. Wenn ich es möchte. Das heißt, man muss wirklich nichts sinnlos wegschmeißen. Irgendwie tut es mir schon leid, dass ich mir Emily ausgesucht habe. Aber andererseits ist es, glaube ich, vollkommen egal, wen man sich aussucht. Irgendein... Das ist tatsächlich wie in anderen Spielen. Irgendeinem nimmst du die Frau halt weg. Und ich habe mir halt Emily ausgesucht, weil die einfach so eine frohe Natur ist. Und ehrlich gesagt, es wird im Spiel garantiert so ablaufen, dass wir weiter arbeiten müssen, während sie sich zu Hause um die Kinder kümmern muss. Beziehungsweise den Haushalt schmeißt. Und wenn ihr euch entscheiden müsst für sowas, Haley mag vielleicht die Schönste sein, ja okay, für mich jetzt nicht unbedingt, aber sucht eure Partner nicht nur nach der Schönheit aus. Denn ehrlich gesagt, Schönheit ist vergänglich und die Frau kann noch so schön sein, wenn ihr mit der nicht klarkommt, bringt das euch auch überhaupt nichts. Da kannst du auch ein schönes Bild kaufen, hast du mehr von. Das motzt dich dann vielleicht nicht an, weil es unzufrieden ist. Den haben wir es gezeigt. Damit hat er nicht gerechnet. Die sind echt gut gepanzert, aber es rettet sie einfach nicht. Ja, mit Schleim kann ich hier schlecht arbeiten, habe ich das Gefühl. Ich hätte nicht mal gedacht, dass ich überhaupt noch ein Skill hochkriegen. Jetzt habe ich nicht darauf geachtet. Dass ich überhaupt ein Skill hochkriegen im ersten Jahr. Und jetzt haben wir schon zwei Skills auf Maximum. Wie stehen wir mit den anderen eigentlich? Was? Nee. Oh, okay. Foraging könnten wir vielleicht noch auf 9 kriegen. Mining weiß ich nicht. Aber Kampf könnte auch noch gehen. Oh, Dwarf Translation Guide. Interessant. Mal sehen, was es da noch so alles gibt, was man gebrauchen kann. Thank you.
Irgendwann müssen wir ja mal alles soweit fertig haben, glaube ich. Und dann ist die Frage, was macht man dann? Dann wird es wahrscheinlich dann langweilig, weil man wirklich alles gemacht hat, was man kann. Und dann nichts mehr zu tun hat. Dann kommt der Effekt, dass es langweilig wird, weil wenn man nichts mehr tun muss, wird es langweilig. Vielleicht ist das auch der Fluch von Reichen, von Superreichen. Allerdings, ich wüsste genug, was ich tun könnte. Allerdings sagt man das so. Wenn man dann wirklich mal in der Situation sein sollte, sieht das wahrscheinlich wieder anders aus. Allerdings könnte ich dann den Let's Play-Kanal hier so richtig mal ausbauen. Na klar. Ein bisschen Gegner schaden jetzt nicht. Kein Bock drauf. So, da ist noch ein bisschen Gold, das ist schön. Oh, ein Rubin. Davon müssen wir auch regelmäßig welche finden. Kann ich hier auch graben? Das sieht aber hässlich aus. Au. Weiße Algen. Weiße Alge. Sollte reichen. Gold will ich noch haben. Komm nur her. Da ist er. Ich versuche jetzt mal ganz, ganz viele Sachen zu verkaufen, dass es irgendwie geht. Stein würde ich ungern verkaufen, denn es gibt da noch irgendwas, was man tun kann mit dem Stein. Vielleicht kriege ich es noch raus. Beziehungsweise weiß ich das. Ich weiß nämlich, dass auf der anderen wenn man nämlich in der anderen Mine ist, speichert das nicht dort, wo man war. Und da könnte man mit den Steinen rein theoretisch sich ganz runter, also ziemlich weit runter bauen, indem man einfach diese Fertigtreppen baut. So. Ich verkaufe jetzt auf jeden Fall das alles. Haben wir schon fast zweimal 999 Steine. Super. Was verkaufe ich noch? Die brauche ich. Davon brauche ich 50. Ach komm. Nee, das wollte ich nicht. Verkaufe ich mal 150 von. Aus Gründen. Vielleicht schaffen wir es doch nicht heute. Sehr ärgerlich. Ach, wisst ihr was? Nee, ich behalte es mal. Dann haben wir ja schon eins. Dieser Kuchen sieht echt super aus. Wir haben so interessante Sachen. Ja, Queen, ich liebe dich auch. Schlafen und dann morgen aber nicht viel Zeit zum viel machen. Vielleicht kriegen wir ja doch ein bisschen was zusammen. 8000? Boah. Na, die Pflaume war es wert. 2,7 und hier wahrscheinlich die Flügel. 2200. Immerhin. 8000.